Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung. Ich will Sie und euch auf eine kurze 20-minütige Zeitreise durch 5000 Jahre Geschichte mitnehmen. Denn die kapitalistische Moderne, um deren Herausforderungen es hier auf der Konferenz geht, hat nicht erst vor 500 Jahren, als das kapitalistische System geboren wurde, angefangen, sondern sie hat ihre Wurzeln viel weiter zurück, 5000 Jahre zurück, als die ersten hierarchischen Gesellschaftsformationen entstanden, die wir dann als Zivilisation bezeichnet haben, ein sehr problematischer Begriff. 5000 Jahre sieht nach einer sehr langen Zeitspanne aus, aber wir sollten uns klar darüber sein, dass der Homo sapiens, der Mensch, seit mindestens 200.000 Jahren auf der Erde lebt. Und diese 5000 Jahre, die wir Geschichte nennen, sind eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt. Den größten Teil der Zeit haben Menschen in kooperativen, relativ kleinen Verbindungen zusammengelebt, nicht in hierarchischen Strukturen oder in Megamaschinen. Was geschah vor 5000 Jahren in Mesopotamien, etwas später in Ägypten, dann in China? Ich bezeichne das, was damals passiert, also die Schaffung von hierarchischen Gesellschaften, als die Geburt der vier Tyranneien. Vier Tyranneien, vier verschiedene Formen von Macht und Herrschaft. Das erste ist die physische Macht. Physische Gewalt gibt es in fast allen Gesellschaften, mehr oder weniger, aber physische Macht bedeutet, dass man Menschen durch die Ausübung oder Androhung physischer Gewalt dauerhaft zu einem gewünschten Verhalten zwingen kann. Und die Institution, in der das am exemplarischsten vonstatten gegangen ist, ist das Militär. Die ersten Militärinstitutionen wurden in Uruk und anderen Stadtstaaten in Mesopotamien vor etwa 5000 Jahren geboren. Und auch andere Strukturen physischer Gewalt nahmen dort ihren Ursprung, zum Beispiel die patriarchale Familie. Es hat sehr lange gedauert, Hunderte, Tausende von Jahren, ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung dann im Römischen Reich mit dem extremen Patriarchat, das dem Familienvater quasi absolute Macht über die Familienväter verliehen hat und den gewaltigen Militärmaschinen des Römischen Reiches mit 600.000, 700.000 Soldaten. Die zweite Form von Macht, die zweite Tyrannei, ist das, was der Friedensforscher Johann Galtung eine strukturelle Gewalt genannt hat. Strukturelle Gewalt ist oft schwerer greifbar, sie erscheint uns oft unsichtbar. Wenn zum Beispiel in einer Stadt wie Hamburg oder Berlin einige wenige Menschen Tausende von Wohnungen besitzen, große Fonds, sogar 100.000 Wohnungen, und andere Menschen kein Eigentum haben, wenn sie aus ihren Wohnungen vertrieben werden, wenn sie die Miete, die höhere Miete nicht mehr bezahlen können, dann ist es ein groteskes Gewaltverhältnis. Ja, wenn man seine Miete nicht bezahlt, dann kommt irgendwann die Polizei und trägt einen aus der Wohnung raus, wenn man sich weigert, herauszugehen. Und das ist strukturelle Gewalt, hinter der auch die physische Gewalt steht. Aber wir nehmen das häufig nicht als solches wahr. Wir halten es für normal. Ja, die einen haben es geschafft, die haben Tausende von Wohnungen, die haben sich angestrengt, die anderen haben es halt nicht geschafft, ja, sind die Verlierer, selber schuld. Das ist strukturelle Gewalt und das äußern sich in vielen Strukturen, die vor 5000 Jahren ihren Anfang genommen haben. Eigentumsverhältnisse, die Privatisierung von Land hat damals begonnen. Schulden, ein Thema, über das David Graeber ja viel geschrieben hat, der morgen sprechen wird. Schuldverhältnisse gehören dazu und auch asymmetrische Rechtssysteme. Die dritte Form von Macht, die damals entstanden ist, ist ideologische Macht. Jedes Herrschaftssystem braucht eine Form von Legitimation, besonders wenn es ungerecht und auf Gewalt beruht. Und wir sehen, die Form von ideologischer Macht beginnt mit der Erfindung der Schrift vor 5000 Jahren, die zunächst eine rein logistische Technik war, zur Verwaltung von Gütern, aber auch für die ersten Sklaven. Die Schriftgelehrten hatten eine besondere Kenntnis, es war eine Elite, die sich bildete. Und sie haben mit der Zeit also auch die Möglichkeit gehabt, die Mythologie und die Ideologie der herrschenden Klassen in Schriftform niederzulegen und damit ihre Dauer und auch mehr Macht zu verleihen. Zu dieser Ideologie der Herrschaft gehörte auch die Entstehung der ersten autoritären Religion. Mit einem in der Regel männlichen Herrschergott am Himmel, der über seine Geschöpfe verfügt, wie ein König über sein Reich. Es ist sehr offensichtlich, dass es sich dabei um eine Projektion irdischer Herrschaftsverhältnisse an den Himmel handelt. Und es wurde auch oft lange nicht geglaubt in der breiten Bevölkerung, aber die Niederlegung dieser Ideologie in der Schriftform hat ihr Dauer gegeben und hat uns die heiligen Bücher beschert. Expertokratie bis auf den heutigen Tag, die Kontrolle von Medien und vieles mehr gehört in diesen Bereich. Die vierte Form der Macht resultiert aus den ersten dreien.
Und ich nenne es die Tyrannei des linearen Denkens. Es ist die Idee, dass die Welt sich nach dem Muster von Befehl und Gehorsam verhält. Ein Herrscher befiehlt und seine Untertanen folgen. Ein allmächtiger Gott befiehlt und kontrolliert seine Schöpfung. Und dieses Modell ist es, das in der Moderne ab dem 16. Jahrhundert zu der Vorstellung geführt hat, der Mensch, der männliche Ingenieur, kontrolliert die Natur, kann die Natur und die Schöpfung beherrschen. Es ist immer dasselbe Denkmuster, das sich von der autoritären Religion in das technokratische Zeitalter hinüber verwandelt hat. Das Ergebnis dieser Machtentwicklung und Herrschaftsentwicklung in den ersten drei Jahrtausenden vor Christus hat letztlich dazu geführt, dass auf der anderen Seite die Ohnmachtserfahrungen der Menschen enorm zugenommen haben. Jeder Machtzuwachs auf der einen Seite ist ein Ohnmachtzuwachs auf der Seite der Beherrschten. Und das ist der Ursprung des apokalyptischen Denkens in der Antike. Die Macht schien so unangreifbar im Römischen Reich, dass nur eine Zerstörung des Kosmos, eine Neuschaffung des Kosmos durch himmlische Mächte einen Ausweg aus der Verzweiflung zu bieten schien, und das apokalyptische Denken ist für die kapitalistische Zivilisation aus der Prägung geworden. Nun gab es nach dem Niedergang des Römischen Reichs im Mittelmeerraum und in Europa eine Phase, in der diese Mächte relativ eingeschränkt waren, was wir das Mittelalter nennen. Ich möchte das nicht idealisieren, aber die militärische Macht und auch die Verfügung über Eigentum, über Privateigentum waren eingeschränkt. Ab dem 13. 14. Jahrhundert, ausgehend von Italien, bildete sich dann eine neue Machtformation. Das, was wir das moderne Weltsystem nennen, oder was ich die Megamaschine nenne, das kapitalistische System. Es bildete sich als Neuformation dieser vier Tyranneien, als ein System, das aber neue Charakteristika hat, die es bisher nicht gegeben hat. Und ich will das ganz kurz skizzieren. Es beruht auf drei Säulen im Wesentlichen. Die erste Säule ist das Prinzip der endlosen Akkumulation von Kapital. Also aus Geld mehr Geld zu machen, durch Investitionen, Mehrwertschöpfung, Reinvestitionen und immer so weiter bis in alle Ewigkeit. Nun konnten diese kapitalistischen Institutionen nicht alleine entstehen, sondern sie brauchten eine zweite Säule. Und das war der moderne Staat. Der moderne Territorialstaat, später der Nationalstaat, sind koevolutionär zusammen mit den Institutionen der Kapitalakkumulation entstanden. Wie hat das funktioniert? Die Landesherren, die Territorialherrscher, brauchten Geld, um Söldnerheere anzuschaffen und um Rüstungsgüter anzuschaffen. Und wer hat ihnen das Geld gegeben? Es waren die Händler und Bankiers der großen Unternehmen. Und sie wollten als Return on Investment dann die Beute aus den Raubzügen, die mit dieser neuen territorialen Militärmaschine erbeutet worden sind. Zum Beispiel in der Conquista Mittel- und Südamerikas, in der brutalen Ausraubung, Unterwerfung und dem Völkermord, der damit verbunden war. Das Return on Investment floss an die Händler in Augsburg, in Genua und in Antwerpen, an die Bankiers. Die Staaten konkurrieren seitdem um mobiles Kapital, um ihre Rüstung zu fördern. Wer am meisten Kapital anziehen kann, hat das die stärkste Macht im Weltsystem. Und aus diesem Grund ist dieses System das aggressivste System in der menschlichen Geschichte geworden. Es ist verbunden mit einer Rüstungsspirale, die im 14. Jahrhundert begann und bis ins Atomzeitalter bis heute sich immer weiter gesteigert hat. Eine Kette von immer größeren Kriegen, eine Kette von Völkermorden auch, die bei der Conquista angefangen haben, über die Kolonialzeit und bis in die heutige Zeit. Und eine Kette von Naturzerstörung, denn dieses System muss immer weiter wachsen, immer weiter expandieren, um existieren zu können, und verwandelt die Natur in abstrakte Zahlen, in Geld. Es kann also nicht aufhören, um zu existieren. Die dritte Säule dieses modernen Systems ist das, was ich die Mythologie der Moderne nenne, den Mythos des Westens. Der Westen wird dargestellt als ein Heilbringer, erst in Form der Religion. Der Westen hat die einzig wahre, die beste Religion, deswegen hat der Westen ein Recht, sich alles unter den Nagel zu reißen. In der Aufklärung wurde das natürlich kritisiert, aber auch die Begriffe der Aufklärung wurden missbraucht, um die weitere Expansion zu rechtfertigen. Zum Beispiel der Begriff Zivilisation war in der Kolonialzeit ein zentraler Begriff. Wir, der Westen, haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden, die anderen sind die Barbaren. Später kam dann auch der Fortschritt hinzu, wir haben den Fortschritt, die anderen sind rückschrittlich oder stagnieren. Wir sind die Entwickelten,
die anderen sind die Unterentwickelten. Es ist immer dasselbe Muster und heute ist es im Wesentlichen die Rede von den westlichen Werten. Wir haben die westlichen Werte und die anderen sind die Barbaren. Allen historischen Fakten zum Trotz, denn dieses System zerstört seit 500 Jahren die Erde und trotzdem führen alle unsere Politiker permanent die westlichen Werte im Mund. Ein anderer Aspekt der ideologischen Macht dieses Systems ist das Bild, dass die Welt eine Maschine ist und dass wir selbst als Menschen biologische Maschinen sind. Dieses Bild ist sehr mächtig gewesen im 17. Jahrhundert, als die modernen Wissenschaften geboren wurden, die Naturwissenschaften. Es ist wissenschaftlich in gewisser Weise ins Leere gelaufen. Die Welt ist keine Maschine, das wissen wir längst. Aber es ist immer noch eine mächtige Ideologie. Und diese Ideologie ist dazu da, uns glauben zu machen, dass wir nur Zahnräder in einer großen Weltmaschine sind, die im Grunde genommen ohne Geist, ohne Seele ist, um uns zu fügen in die Maschinerie der Kapitalverwertung und der militärischen Maschine. Nun ist dieses System, das ist ja heute auch schon mehrfach angemerkt worden, in einer gewaltigen Krise. Es gab viele kapitalistische Krisen, aber es kann gut sein, dass es die Krisen des 21. Jahrhunderts nicht überleben kann. Denn wir haben es nicht nur mit einer inneren ökonomischen Krise zu tun, sondern auch mit den Grenzen der Biosphäre. Kein System der menschlichen Geschichte hat diese Grenzen jemals in dieser Weise erreicht. Wir haben bereits das schnellste Artensterben in der Geschichte dieses Planeten in Gang gesetzt. Wir verlieren 1% unserer fruchtbaren Böden pro Jahr. Der Klimawandel ist dabei, große Teile der Erde unbewohnbar zu machen. Es sind gerade zwei Studien herausgekommen, die sagen, dass große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas im 21. Jahrhundert unbewohnbar werden, wenn der Klimawandel so weitergeht. Gleichzeitig ist das System in seiner eigenen Logik an bestimmte Grenzen gekommen. Und das hat damit zu tun, dass der Kapitalismus sich in den letzten Jahrzehnten in gewisser Weise zu Tode gesiegt hat. Er war sehr erfolgreich darin, Menschen in prekäre Arbeitsverhältnisse abzuschieben, Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlagern, die Gewinne in Steueroasen zu verlagern. All das hat die Profitraten einzelner der Unternehmen, die in den 70er Jahren angeknickt waren, wieder nach oben gebracht. Aber das führt zum einen zu einer enormen sozialen Spaltung. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Aber nicht nur das. In der Logik des Systems ist es auch ein Problem, denn die ärmeren Menschen haben nicht das Geld in der Tasche, diese ganzen Produkte, die immer mehr werden müssen in der Logik des Systems, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Und deswegen haben wir eine systemische Krise. Deswegen haben wir Schuldenblasen, denn irgendwer muss Schulden machen, um diese ganze Maschinerie noch am Laufen zu halten und diese Blasen platzen und die Kosten werden dann auf die breite Bevölkerung abgewälzt, wie in Griechenland und vielen anderen Fällen. Die Folge davon wiederum ist, dass die politischen Systeme implodieren. Die politischen Mitten, also die Sozialdemokratie, aber auch die mittige Konservativen, implodieren in vielen Teilen der Welt. Wir haben also politisches Chaos. Wir haben in manchen Teilen der Welt auch einen Zerfall der Nationalstaaten, der ebenfalls eine Folge teilweise schon des Klimawandels und teilweise auch der ökonomischen Verwerfungen ist. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich in eine Übergangsphase hineinbewegen, in eine chaotische Übergangsphase, deren Ausgang vollkommen offen ist. Wahrscheinlich wird es in einigen Jahrzehnten ein vollkommen anderes System geben oder eine Vielzahl anderer Systeme und wir können das in der Tat beeinflussen. Die Gefahren muss ich hier nicht ausmalen. Wir alle wissen, dass es faschistische Bewegungen sind, die im Aufstieg begriffen sind. Wir alle können uns apokalyptische Szenarien sehr einfach vorstellen. Dazu muss man auch nur in die nächste Videothek gehen. Deswegen will ich hier ein bisschen was über die Chancen sagen. Ich glaube, dass wir einen Ausstieg aus dieser Megamaschine brauchen und dass die Chancen dafür möglicherweise sogar besser sind als in vergangenen Jahrzehnten. Das bedeutet, ich habe noch 5 Minuten, auf allen Ebenen dieser 4 Tyranneien, die ich skizziert habe, sind die sozialen und ökologischen Bewegungen enorm wichtig. Auf der Ebene der physischen Macht geht es darum, die Militärapparate zu schrumpfen. Wir haben in Deutschland gerade eine Diskussion darüber, die Militärbudgets auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft wehren. Gegen die Rüstungsexporte, die auch in den Nahen Osten und viele andere Regionen gehen. Auf der Ebene der strukturellen Gewalt, auch das ist heute schon mehrfach angesprochen worden,
müssen wir uns mit anderen Eigentumsordnungen beschäftigen. Diese Eigentumsordnung, die wir haben, erzeugt Gewalt. Und wir müssen uns, und da ist diese Konferenz ja auch ein Beitrag und dieses Panel, mit den Mythen der Moderne beschäftigen. Wir müssen sie entmystifizieren und die Gewalt und Brutalität, die in diesem System steckt, sichtbar machen. Und die Tyrannei des linearen Denkens, die Idee, dass wir die Natur linear beherrschen können, müssen wir überwinden. Wir müssen zu einer Form der Kooperation mit der Natur finden und die Idee der Beherrschung aufheben. Konkret heißt das, dass wir das vielleicht nicht in den Begriffen von Reform oder Revolution denken müssen, das hat Frank Adloff ja schon angesprochen, sondern vielleicht in Form von Geländegewinnen, Geländeverschiebungen. Wir sehen in Rojava zum Beispiel, dass inmitten dieses brutalen Krieges und der Zerstörung Alternativen wachsen. Das sind praktische, konkrete Geländegewinne, wenn man so will. Die Zapatistas in Mexiko, John Holloway hat es angesprochen, sind ein anderes Beispiel von diesem Typen. Aber diese Geländegewinne und Geländeverschiebungen gibt es auch hier in Deutschland. Zum Beispiel, wem gehört die Stadt? In Hamburg oder Berlin, wo ich herkomme, übernimmt das Kapital immer größere Teile der Stadt und dagegen wehren sich Menschen. Und das ist ein ganz entscheidender Kampf. 50% der Menschen leben heute schon in Städten und es werden immer mehr weltweit. Und die Frage, wem die Stadt gehört, ist eine ganz entscheidende. Und da können soziale Bewegungen enorm viel bewegen auf diesem Gebiet. Ein weiterer Punkt der Grenzverschiebung sind die migrantischen Bewegungen und die Bewegungen von Geflüchteten. Das sind in sehr physischen Sinne soziale Bewegungen, denn sie überwinden die von den Nationalstaaten und dem kapitalistischen System gesetzten unsichtbaren und sichtbaren Grenzen und verschieben damit die Landkarte. Und sie verschieben auch unsere Art zu denken. Ja, natürlich gibt es da einen Backlash, natürlich gibt es rassistischen Backlash, aber es gibt auch in einem Land wie Deutschland sehr viel Unterstützung und sehr viel Solidarität mit Geflüchteten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade auch unter dem Aspekt des Klimawandels. Denn durch den Klimawandel werden wir nicht 10 Millionen oder 60 Millionen geflüchtet haben, sondern viel, viel mehr. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass Europa ein Einwanderungskontinent ist. Und diesen Diskurs müssen wir führen gegen die rassistischen Diskurse, die überall wuchern. Ein weiterer Aspekt, und damit komme ich auch gleich zum Ende, ist die Frage, wem gehört die Atmosphäre? Auch da gibt es Geländeverschiebungen, zum Beispiel in der Bewegung Ende Gelände, die Kohlegruben besetzt, um den Braunkohletagebau in Deutschland ein Ende zu setzen und damit etwas für den Klimaschutz zu tun. Das sind physische Bewegungen. Die Menschen gehen in diese gewaltigen Gruben hinein, wo diese riesigen Baggerapparate stehen und mit ihrer physischen Präsenz versuchen sie zu verhindern, dass diese fossilen Brennstoffe weiter aus der Erde geholt werden. Auch das sind Geländeverschiebungen. Und der letzte Punkt, und der ist auch angedeutet worden, und ich freue mich, dass das auf der Konferenz hier auch ein Thema ist, ist die Frage, wer kontrolliert den öffentlichen Raum und den Äther? Der öffentliche Raum ist sehr stark von Werbung besetzt und der Äther, also unsere Medien, sind sehr stark von privaten Medien und den öffentlich-rechtlichen Medien besetzt, die wiederum mit dem Staat zusammenhängen. Und ich glaube, alternative Medien sind ein ganz wichtiger Faktor dabei, eine andere Welt möglich zu machen. In Deutschland besitzen 8 Milliardärsfamilien den größten Teil aller Zeitungen. Und deswegen lesen wir über einen systemischen Wandel in diesen Zeitungen natürlich so gut wie nichts. Deswegen brauchen wir andere Medien, die das thematisieren und die vielen guten und klugen Gedanken, die auf Konferenzen wie diesen geäußert werden, in eine breitere Öffentlichkeit tragen. Damit bin ich auch zu Ende. Vielen Dank.